willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Unter einem meiner Videos wurde ich gefragt, ob ich zeigen kann, wie ich ein Mandala male. Und ich möchte natürlich alle Ideen und Vorschläge berücksichtigen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie ich das Ganze in ein Video packe. Heute male ich also 4 verschiedene Bilder aus Pinterest nach. Eigentlich sind es 5, denn ich habe 2 Mandalas gemacht, aber ich zeige euch nur 4. Deswegen 4. Falls ihr auch Vorschläge und Ideen habt, könnt ihr sie natürlich einmal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Instagram Inspirationsbilder senden. Und falls ihr die Bilder, die ich heute benutzt habe, haben wollt, dann findet ihr die auf meinem Pinterest. Ich schreibe euch hier unten mal die Namen hin. Ansonsten sind die auch unten in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Bild. Da ich mit Farbe arbeiten wollte, brauchte ich beständiges Papier. Ich hatte leider keine Leinwände mehr, deswegen musste mein Aquarellpapier herhalten. Und dann habe ich auch noch Farbkarton gefunden und mir da Vierecke draus ausgeschnitten. Dann begann auch direkt meine Suche nach Inspirationsbildern. Und was man sofort findet, ist Lineart. Lineart ist oder war total im Trend. Und ich finde es eigentlich auch ziemlich cool. Es ist nur so gar nicht mein Stil, mein Zeichenstil. Es ist was komplett anderes zu den Dingen, die ich sonst so mache. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil es wäre natürlich langweilig, wenn man immer dasselbe macht. Also habe ich mich an Lineart probiert. Und ich muss gestehen, ich habe geschummelt, denn ich habe eine Vorskizze gemacht und ich denke, das macht man eigentlich nicht. Also ich kenne 2 verschiedene Wege, wie man Lineart machen kann. Einmal auf dem Tablet und man malt dann halt quasi einfach das Foto nach. Oder es gibt halt Leute, die das so können, was ich mega krass finde, denn ich könnte niemals die Proportionen richtig hinkriegen. Und ich denke, dass das eigentliche Ziel von Lineart auch ist, dass es eine Linie ist. Das heißt, dass man den Stift nicht absetzt. Und daran bin ich auch gescheitert. Also, yay! Ich habe halt einfach die Linien, die ich mit Bleistift gezeichnet habe, mit dem schwarzen Stift nachgezogen und dann die Bleistiftlinien wegradiert. Also, total geschummelt. Aber hey, es hat Spaß gemacht. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Da haben wir auch schon das erste Bild. Es war mal was komplett anderes und ich muss gestehen, ich fand es anfangs gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile finde ich es sogar ziemlich cool. Und es war für mich eine gute Challenge, weil wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich gerade so ein bisschen übe, Skizzen zu machen, denn darin bin ich ziemlich schlecht. Ich neige nämlich dazu, die Sachen zu sehr auszuarbeiten, zu lange dran zu sitzen und das ist halt irgendwie nicht der Sinn und Zweck einer Skizze. Außerdem finde ich Skizzen mega. Ich mag den Stil davon total und ich finde es krass, wie Leute es schaffen, nur mit so wenigen Strichen den kompletten Charakter einer Person anzufangen. Also ich übe gerade Skizzen machen. Falls ihr meine Versuche davon sehen wollt, folgt mir auf Instagram. Dieses Foto ist die Inspiration für das nächste Bild, was ich mache. Und das habe ich mir schon vorher gespeichert, bevor ich diese Videoidee hatte, weil es mich so angesprochen hat und ich total cool fand. Und beim Speichern habe ich mir so gedacht, ich werde das nie nachmachen und dann kam dieses Video. Also habe ich mir mein Aquarellpapier zur Hand genommen, es grau angemalt und schon die Vorskizze gemacht. Und dann habe ich wirklich nur mit Schwarz und Weiß meine Grautöne angemischt und habe quasi die Hintergrundfarbe als Base-Hautton genommen und dann immer entweder heller oder dunkler gemischt, je nachdem. Ich liebe den Kontrast zwischen diesem krassen Blau und den Grautönen. Und ich muss gestehen, ich habe ganz schön lange für die Wolken gebraucht. Wisst ihr, Menschen zeichnen, das mache ich immer. Da bin ich relativ routiniert drin, aber in allen anderen Sachen muss ich mich echt einfuchsen. Und ich war zwischendurch einfach echt frustriert, weil mir die Wolken einfach nicht gefallen haben. Und da liegt natürlich das Hauptaugenmerk drauf. Und deswegen wollte ich, dass sie gut aussehen. Und bin sehr, sehr oft nochmal drüber gegangen mit verschiedenen Grautönen und Blau. Und muss aber sagen, das Endresultat gefällt mir wirklich richtig gut. Bild Nummer 2. Und vermutlich mein Lieblingsbild von allen. Denn ich wollte es ja vorher schon machen und es liegt halt einfach in meiner Comfortzone. Ich habe sowas Ähnliches auch schon mal gemacht. Also und mit Farben arbeite ich momentan sowieso die ganze Zeit. Deswegen my favorite. Kommen wir nun zum Wunsch. Der Wunsch war ein Mandala im Hippie-Stil in Orange- und Gelbtönen. Und natürlich kann man sich einfach jetzt eins, das einem gefällt, ausdrucken und in den Farben ausmalen. Fand ich allerdings ein bisschen zu einfach und ich wollte selber eins konstruieren. Und auf Pinterest gibt es wirklich unfassbar viele schöne Mandalas und so viel Inspiration. Es fiel mir wirklich schwer, mich festzulegen. Ich habe im Nachhinein dann eins gefunden, was genau den Beschreibungen entsprach. Deswegen wollte ich das jetzt unbedingt zeigen. Ich habe mich dann für sowas entschieden,
denn es spart einem auf jeden Fall erstmal das Ausmalen. Außerdem habe ich auch gar nicht so viele Buntstifte oder Marker, weil das einfach ein Material ist, mit dem ich nicht so oft arbeite. Und wollte mal wieder meine Aquarellfarben rausholen. Ich habe also mit Wasserfarben den Hintergrund in den gewünschten Farben gemacht und wollte eben, dass es aussieht wie so ein Sonnenuntergang. Es tut mir leid, ich habe leider nicht aufgenommen, wie ich das Mandala konstruiert habe, denn es hat mich ein paar Versuche gebraucht, bis ich was hatte, was mir gefallen hat. Und ich kann euch sagen, man muss auf jeden Fall sehr genau arbeiten. Man braucht ein Lineal und eigentlich auch einen Zirkel. Ich hatte leider keinen. Und Mandalas sind was für Leute, die wirklich sehr genau arbeiten können. Dazu gehöre ich leider nicht. Und ich bin aber sehr perfektionistisch, deswegen hat mich das auch sehr gestört, dass manche Linien zum Beispiel nicht gleich dick waren. Also wenn man den ersten Kreis sich anguckt, dann sieht man das sehr deutlich. Das hat mich dann auch sehr gestört. Aber irgendwann habe ich mich da drin gefunden und ich hatte auch Spaß dabei und wollte dann weitermalen, aber das Mandala war leider zu Ende. Fertige Mandala! Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Man sieht aber, dass unsauber gearbeitet wurde. Also besonders dieser Innenkreis hier, der stört mich so sehr. Und ich hatte aber dann am Ende ziemlich Spaß, das zu machen und habe deswegen noch ein zweites gemacht. Und das hier zum Beispiel könnte man jetzt ausmalen, wenn man wollte. Mache ich vielleicht auch noch. Also, wer weiß. Ich hoffe, der Person hat es gefallen. Ich bin leider kein Profi und ich arbeite unsauber. Das ist mein eigenes Problem, aber ich wette, du machst es besser. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das malen wollte. Ich habe aber auf jeden Fall wieder mein Aquarellpapier genommen. Schwarzer Hintergrund, Vorskizze. Viel mit Orangetönen. Ihr braucht da gar nicht so eine richtige Hautfarbe anmischen, weil durch das Licht alles sehr orange wirkt. Und ich habe auf einem Instagram-Video gesehen, das war jetzt aber für Digital Art, wie man Sachen zum Leuchten bringen kann. Und zwar sind das quasi drei Farbtöne, die aufeinander aufgebaut werden. Also einmal ein dunkles Orange, einmal ein helles Orange und einmal dann so ein Weiß. Und ich wollte halt eben, dass das so aussieht. Bei diesem Bild kann ich sagen, ich bin sehr oft über alles nochmal rübergegangen. Ich male eigentlich eher realistisch und ich wollte auch, dass das realistisch wirkt. Mir ist dann aber irgendwann klar geworden, okay, das wird nichts mehr und dann bin ich mit sämtlichen Materialien noch rübergegangen. Ich habe meine Marker benutzt, ich habe Glitzer drauf gemacht, ich bin mit Kreide nochmal rübergegangen, ich habe sogar Haarspray drüber gesprüht. Also ich kann euch sagen, dieses Bild hat viel hinter sich. Das letzte Bild, das leider durch das Haarspray sehr glänzt und das finde ich bei dem Bild jetzt leider nicht so gut, aber ich wollte das Glitzer fixieren und mein Acrylac aber nicht dafür verwenden, deswegen Haarspray. Und können wir mal über die Hand reden? Ich finde, die Hand ist ziemlich gut geworden. Hände sind so schwer und bis jetzt jedes Mal, wenn ich eine Hand gemacht habe, ist es so schrecklich geworden. Und das motiviert mich gerade ziemlich sehr, weil momentan irgendwie total im Trend sind ja so alte Gemälde und dieses Gemälde, die Erschaffung des Adams von Michelangelo, wo diese zwei Hände so, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Vielleicht male ich das mal nach, weil ich finde, da gibt es ganz coole Bearbeitungen jetzt dazu mittlerweile. Und diese Hand hier macht mir Mut. Ich hatte alle Bilder auf meinem Schreibtisch hingelegt und drapiert zum Abfotografieren. Und meine Mom hat sich das so angeguckt und hat gesagt, dass es eine totale komische Zusammenstellung ist, weil ich so was sonst nicht mache. Also sie meinte so, das ist absolut nicht dein Stil. Und ehrlich gesagt finde ich das sogar ziemlich cool. Und ich muss sagen, künstlerisch hat sich dieser YouTube-Kanal für mich auf jeden Fall schon gelohnt, weil ich so viele neue Sachen ausprobiert habe, die ich vorher wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefällt, dass ihr mir weiter Inspirationen gibt und Sachen schickt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.